Hallo liebe Nilpferde und Freunde der flauschigen Unterhaltung. Außer der Bitcoin, den wir dieses Wochenende in den USA uns anschauen wollen, haben wir außerdem auch noch die Zeit genutzt, uns in Los Angeles ein bisschen umzuschauen und Attraktionen anzugucken, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Dazu zählt unter anderem das älteste noch lebende Filmstudio der Welt. Und das heißt? Was? Du sollst mich doch nicht filmen, wenn ich meine Brille aufhabe. Und warum hast du keine Hose an? Du sollst mich auch nicht filmen. Das heißt Paramount. Anyway, in den Paramount Studios, da wollen wir vorbeigucken. Und bevor wir in die Paramount Studios gehen, wollen wir uns erstmal erkundigen, wie sehen eigentlich so Filmstars überhaupt aus. Und deswegen sind wir zu Madame Tussauds gegangen. Madame Tussauds. Ja, das ist Dinge. Nicht wahr? Ja, Wachsfigurenkabinett. Da sind wir hingegangen. Das Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett gibt es gleich mehrmals auf der Welt, und zwar einmal in London, einmal in Amsterdam oder auch Berlin oder eben auch in Los Angeles. Und dort waren wir dieses Mal und es ist so riesengroß, dass man sich dort drin fast verlaufen kann. Grüß dich, kleine Frau. Und hier sieht man ganz eindeutig, Zac Efron putzt sich die Ohren nicht. Ich finde, so ein Wachs sieht da fast noch ein bisschen lebendiger aus als in seinen Filmen. Und wir hatten vor allem bloß eine halbe Stunde Zeit, es uns komplett anzugucken. Mumbel jetzt! Das Wachsfigurenkabinett ist ganz schön, aber man wird leider so das Gefühl nicht los, dass man in Wirklichkeit keine Wachsfiguren, sondern eher Wachsleichen ansieht. Trotzdem, den Besuch lohnt es allemal. Es ist verdammt scheiße, dass ich nicht rauche, sonst könnte ich genauso cool aussehen wie Clint Eastwood. Willst du mir eine Zigarette? Energie. Bumble. Wenn ihr auch schon mal bei Madame Tussauds war, dann schreibt es mir unten in den Kommentaren und schreibt mir dazu, welches eure Lieblingsfigur war. Und wenn ihr irgendwelche Fotos mit euch und den Figuren gemacht habt, dann schickt sie mir zu. Ich pack sie ans Ende von meinem nächsten Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen runter. Und wenn euch total langweilig ist, dann abonniert mich. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Bye. Maniac wummelt hier und dort und überall. Wumbel mir doch rein.